jede Zelle im Körper hat wehgetan. Also es war sehr lange, sehr schmerzhaft, von Kopf bis Fuß. Also der hat jeder Zentimeter im Körper irgendwie wehgetan. Also mal ganz ehrlich, wenn etwas im Leben so richtig wehtut, dann ist es ja wohl Liebeskummer. Aber hättet ihr gedacht, dass man an einem gebrochenen Herzen im schlimmsten Fall sogar sterben kann? Deshalb will ich jetzt herausfinden, was passiert eigentlich in unserem Körper, in unserer Psyche, wenn wir Liebeskummer haben? Warum leiden wir so sehr? Und können wir aus dieser Krise vielleicht auch was Positives mitnehmen? Zugegeben, mein letzter Liebeskummer ist schon eine ganze Weile her. Aber ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass es mir super schlecht ging. Kein Wunder. Denn bei Liebeskummer befinden sich Körper und Psyche im Ausnahmezustand. Während glücklich Verliebte dank einer Extraportion von dem Glückshormon Dopamin auf Wolke 7 schweben, sinkt bei Liebeskummer der Dopaminspiegel. Und zusätzlich stößt man noch Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol aus. Manche Menschen trifft Liebeskummer so hart, dass Forschende die Symptome sogar mit einer Depression oder einem Drogenentzug vergleichen. Was genau im Körper passiert und welche Funktion Liebeskummer für uns hat, dazu später mehr. Ich treffe jetzt erstmal Julia. Sie hatte 2018 einen heftigen Liebeskummer und wird mir jetzt davon erzählen. Julia, wie schön, dass du dir Zeit nimmst, mir deine Geschichte zu erzählen. Liebeskummer hat auch mal dein Leben bestimmt. Magst du mir davon mal erzählen? Also ich war in einer Beziehung, für mich glückliche Beziehung. Waren schon 3,5 Jahre zusammen ungefähr. Wir haben ein Haus gekauft zusammen, wollten eigentlich das Ganze renovieren und umbauen. Ja, und dann war 2018 Weihnachten kurz davor, wo er dann die Beziehung beendet hat, aus dem Nichts. Und das war für mich, kam aus dem heiteren Himmel. Und so kam dann der Liebeskummer. Was war die Begründung? Die Begründung war, dass er sich finden muss und das Gefühl hat, er würde mich gar nicht mehr richtig lieben. Ja, das war für mich ein Schock. Absolut. Und dann auch noch vor dieser Weihnachtszeit, ne, wo man eigentlich die Zeit mit seinen Liebsten verbringen möchte. Mhm. Und es war auch geplant, dass wir mit seinen Eltern zusammen Weihnachten feiern, weil meine Eltern zu dem Zeitpunkt gar nicht in Deutschland waren, die waren im Urlaub. Und so wusste ich, okay, ich bin Weihnachten alleine, er hat jetzt Schluss gemacht. Ja, das war ein Schock. Wie hast du dich denn da gefühlt insgesamt? Ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Mein Zuhause war weg. Also ich habe mich wirklich gefühlt, als wäre ich komplett alleine. Natürlich, du hast deine Freunde und deine Familie, aber das war alles weggerissen. Und ich war wirklich am Boden. Also selbst wenn ich es jetzt hochhole, kommen diese Gefühle noch mal so ein bisschen in mir hoch. Und ich merke das auch, wie das mich heute noch so ein bisschen beeinträchtigt. Wie hast du dich nach der Trennung gefühlt in der Liebeskummerphase, auch körperlich? Wie ging es dir? Es war eine richtig anstrengende Zeit. Ich konnte gar nichts essen. Also ich habe nichts runterbekommen. Und ja, das war schwierig. Wie lange hat das gedauert? Also mit dem Essen tatsächlich, mit dem harten Liebeskummer, das hat bestimmt 3-4 Monate schon gedauert. Ja. Warum lässt uns Liebeskummer eigentlich so heftig leiden? Das ist eine Frage für Professor Henrik Walter. Er ist Psychiater und Neurologe, arbeitet an der Charité Berlin und forscht zum Thema Liebeskummer. Henrik, wie kommt man dazu, an Liebeskummer zu forschen? Liebeskummer ist ein interessantes Phänomen, einerseits wissenschaftlich, aber natürlich betrifft es einen auch immer persönlich. Und Wissenschaftler haben das ja manchmal so an sich, dass man sich mit den Dingen, die einen selber beschäftigen, auch besonders stark beschäftigt. Und das habe ich dann mal getan und festgestellt, dass Liebeskummer in der Psychiatrie eigentlich gar keine Rolle spielt. Wie äußert sich das Leid bei Liebeskummerkranken? Was genau passiert? Also es gibt eigentlich so 4 Symptomkomplexe. Das eine ist Depressivität, das heißt, man fühlt sich unwohl, alleine, niedergeschlagen, sinnlos. Das zweite sind somatische Symptome tatsächlich. Also viele Leute essen dann nicht mehr, schlafen nicht mehr, haben Schmerzen, körperliche Schmerzen. Das dritte wäre dann Selbstzweifel. Man zweifelt an sich selber, am Sinn des Lebens, an seiner Identität, dass man liebenswert ist. Und das vierte ist dann Wut. Wut natürlich in der Regel auf den Ex-Partner. Oder die Ex-Partnerin. Jetzt stirbt man ja nicht unbedingt an Liebeskummer. Doch, man kann an Liebeskummer auch sterben.
Dass die größte Gefahr rein statistisch ist sicher der Suizid, gerade bei jüngeren Menschen, gerade bei Menschen, die noch andere Probleme haben. Es gibt eine Untersuchung aus der Schweiz, wo mal alle Suizide von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einer Rettungsstelle in Zürich untersucht wurden. Und bei ein Drittel der Mädchen und einem Fünftel der Jungen war Liebeskummer der Grund. Also man sollte sich auch selbst ernst nehmen, absolut, dass wenn es einem so schlecht geht, dann ist das legitim, absolut, und dann kann man sich professionelle Hilfe holen. Wenn euch eine schwierige Liebeskummersituation so richtig aus der Fassung bringt, dann wendet euch unbedingt an eure Freundinnen, an eure Familie oder ruft im Zweifelsfall die Telefonseelsorge an. Die sind 24/7 für euch da. Was hast du gemacht vor Weihnachten in diesen Tagen, nachdem dir gesagt wurde, okay, das war's? Also du stehst wirklich vor einem Scherbenhaufen. Du hast das Gefühl, du hast kein Zuhause mehr. Das klingt ganz komisch. Ihr habt zusammen gewohnt. Wir haben zusammen gewohnt, ja. Wo soll ich hin? Ne? Das funktioniert alles irgendwie nicht. Und ja, und dann die nächsten Fragen, wie mache ich jetzt den Umzug? Wie soll das jetzt alles werden? Aber ich liebe ihn doch noch. Und gibt es nicht irgendwie noch eine Chance für uns? Können wir nicht noch kämpfen? Hat dir die Arbeit da geholfen oder ist es dir schwer gefallen, zur Arbeit zu gehen? Also ich habe das versucht, weil ich eigentlich, also ich bin eine starke Person, aber ich habe gemerkt, das funktioniert hier gar nicht. Ich arbeite im Kindergarten, da musst du auch ein Stück weit eine Vorbildfunktion haben und kannst nicht da sitzen in der Ecke und ja, dir ständig die Tränen über die Wange laufen lassen, weil ich wirklich jede Sekunde an diese Situation gedacht habe, an ihn gedacht habe, wie kriegt man das wieder hin gemeinsam. Ja, das hat nicht funktioniert, deswegen habe ich mich dann auch krank schreiben lassen müssen. Bin dann am gleichen Tag zu meiner Hausärztin gefahren und sie hat Gott sei Dank auch den Ernst der Lage erkannt und hat mich dann, ich glaube, für 3 Wochen erstmal krank geschrieben. Ja. Was hat deine Ärztin dir noch geraten, wenn sie ja schon gemerkt hat, okay, das ist jetzt wirklich hier meine Situation, da braucht jemand Hilfe? Hat sie dir noch mehr Hilfe angeboten? Also sie hat sich sehr viel Zeit genommen in dem Gespräch, hat gemerkt, dass es mir sehr, sehr schlecht ging, dass ich auch mental nicht mehr gefestigt war. Sie hat mir dann den Tipp gegeben, bei uns im Gesundheitsamt gibt es auch so eine Stelle, ist eine Psychologin, die einem in dem Moment helfen kann. Das war dann erstmal so die erste Anlaufstelle. Natürlich hat sie gesagt, wenn es sehr, sehr gravierend ist, gerade vor dieser, vor Weihnachten, wo alle bei ihren Liebsten sind und plötzlich hat man in Anführungsstrichen kein Zuhause mehr und sitzt alleine da, hat sie mir natürlich auch den Tipp gegeben oder was man machen könnte, dass man in die Psychiatrie geht für eine gewisse Zeit, dann ist man nicht alleine, kann die Zeit mit anderen Menschen zusammen verbringen und es wird einem geholfen mit seinem Problem. Ja. Ich habe mich gefragt, leiden eigentlich alle Menschen gleich stark unter Liebeskummer oder gibt es da Unterschiede? Expertinnen sagen, Liebeskummer ist genauso groß, egal ob unerwiderte Liebe oder eine reale Trennung. Und bei einer Trennung, da leidet dann oft die verlassene Person mehr als die, die Schluss gemacht hat. Chronischer Liebeskummer, würde ich sagen, ähnelt extrem stark der anhaltenden Trauer. Und das ist in den neueren Klassifikationssystemen inzwischen eine Krankheit. PGD, Prolonged Grief Disorder, das ist, wenn man 6 oder 12, je nach System, Monate, die meiste Zeit in den Tagen eben um einen Verstorbenen trauert. Und wenn man sich mal die Kriterien anguckt für diese anhaltende Trauerstörung und ersetzt Verstorbene durch Ex-Partner, kann man fast 1:1 das auf Liebeskummer übertragen. Laufen da auch biochemische Prozesse im Körper ab? Also wie kommunizieren Körper und Gehirn, dass man jetzt Liebeskummer hat? Ja, also man muss da unterscheiden natürlich zwischen der akuten und der chronischen Phase. Die akute Phase ist wie ein Schock. Dann dominieren eben Hormone wie Noradrenalin, Adrenalin, diese ganzen Stresshormone. Ja, ist ja so ähnlich wie, also wenn man zum Beispiel von einer Trennung erfährt oder dass man betrogen worden ist oder dass man nicht mehr geliebt wird, dann ist das wie ein Schock, als wenn jemand gestorben ist, dass man erstmal gar nicht wahrhaben will und in so eine Schockstarre gerät. In einer anderen Phase, in der sozusagen etwas chronischeren Phase, werden dann wahrscheinlich andere Prozesse dominieren und natürlich depressive Symptome gibt es. Die haben vielleicht auch was mit Serotonin zu tun, mit Oxytocinentzug. Und da sind wir schon beim Thema. Liebeskummer hat viel mit Entzug zu tun. Und Untersuchungen in der kognitiven Neurowissenschaft weisen darauf hin, dass es vom Hirn her sehr einem Entzugssyndrom wie bei der Sucht ähnelt. Also wenn ich Liebeskummer habe, dann wäre das so, als würde ich einen Drogenentzug machen? Ganz genau, ganz genau. Ich habe etwas, an das ich sehr gewöhnt war, das mir vertraut war, das mir wichtig war und das ich brauche. Und wie bei einer Droge möchte ich es wieder haben.
In einem Experiment haben Forschende in einem MRT verliebten Personen das Bild der geliebten Person gezeigt. Und dabei wurden die gleichen Gehirnareale aktiviert wie bei Drogensüchtigen. Liebeskummer ist sozusagen, als wäre man auf Entzug. Also unfollow your ex und macht euer Leid nicht unnötig länger. Wie stark habt ihr denn schon mal unter Liebeskummer gelitten? Und wer oder was konnte euch dabei am besten helfen? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und lasst uns auch gleich ein Abo da. Welche Menschen haben dir dann durch diese erste Phase durchgeholfen? Also hauptsächlich in den ersten Tagen meine Freunde, die mich wirklich zu Hause abgeholt haben, mit mir essen gegangen sind und mich natürlich auch aufgemuntert haben, sehr viel Zeit und Kraft investiert haben, mit mir zu sprechen. Weil ich habe gemerkt, das hat unglaublich gut getan, diese Traurigkeit runterzureden und einfach zu reden mit meinen Freunden. Familie war zu dem Zeitpunkt ja nicht da, wie ich ja schon erwähnt hatte. Die waren ja gerade in Spanien. Klar habe ich da telefoniert, aber das ist natürlich nicht so schön, wie wenn dir jemand gegenüber sitzt und dir auch mal über die Schulter streichelt. Dann war Weihnachten ja irgendwie. Und wie, ich kann mir das kaum vorstellen. Was macht man dann? Ja, es kamen dann ein paar Freunde so um die Ecke, die gesagt haben, okay, du bist jetzt 3 Wochen krankgeschrieben, flieg doch zu deinen Eltern. Also dann bist du bei deinen Liebsten, dann kommst du raus. Deswegen bin ich dann zu meinen Eltern nach Spanien geflogen. Also nicht in die Psychiatrie, sondern zu deinen Eltern. Und hat dir das geholfen? Total. Also ich muss sagen, ich habe Mama und Papa am Flughafen gesehen und da liefen schon wieder die Tränen die ganze Zeit. Ja, es tat einfach gut, Mama und Papa an der Seite zu haben, wie früher als kleines Kind. Julia hat es geholfen, sich mit ihrer Familie, mit ihren Freundinnen zu umgeben, um durch den Liebeskummer durchzukommen. Wir sind evolutionär Herdentiere und die Nähe zu anderen tröstet uns, hilft uns also durch den Liebeskummer. Dass Liebeskummer wehtut, ist nicht einfach nur so eine Redewendung. Herzschmerz ist realer Schmerz und der lässt sich sogar im Gehirn nachweisen. Total krass, bei manchen Menschen löst großer emotionaler Stress, zum Beispiel Liebeskummer, tatsächlich Schädigungen am Herz aus. Man nennt das dann das Broken Heart Syndrom. Und es hat ähnliche Symptome wie ein Herzinfarkt, Schmerzen im Brustkorb, Atemnot und Ohnmacht. Forschende gehen davon aus, dass der hohe emotionale Stress beim Broken Heart Syndrom zu einer Verformung der linken Herzkammer führt. Sie bläht sich auf und sieht dann aus wie ein japanischer Tontopf, mit dem man eigentlich Oktopusse fängt. Takotsubo. Deswegen nennt man das Broken Heart Syndrom auch Takotsubo-Syndrom. Puh, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie oft kommt das vor und kann mir das auch passieren? Aber kleine Entwarnung, das Broken Heart Syndrom ist relativ selten. 90% der Betroffenen sind Frauen nach der Menopause. Und Forschende vermuten, das hat was mit dem veränderten Hormonhaushalt zu tun. Die meisten sind nach wenigen Wochen wieder gesund. Aber laut Bundesgesundheitsministerium sterben auch 1-5% der Betroffenen am Broken Heart Syndrom. Jetzt kommt so viel Leid mit Liebeskummer. Wäre es nicht viel einfacher, wir hätten den einfach nicht. Warum braucht man dann Liebeskummer? Naja, wenn man nicht lieben will, braucht man auch keinen Liebeskummer. Ne, würde ich mal sagen, das ist ja mit allem so. Also sag mal, die Fähigkeit zu lieben beinhaltet natürlich die Möglichkeit oder die Realität der Enttäuschung. Und sag mal, ohne Liebeskummer geht es ja fast gar nicht. Also Liebeskummer ist sozusagen die Kehrseite der Liebe. Und wenn wir das eine haben wollen, müssen wir das andere akzeptieren. Hat Liebeskummer dann auch irgendwas für sich, etwas Gutes? Ja, wie jedes Leid auch was Gutes haben kann. Wir lernen dadurch, wir werden reifer. Wir gewinnen bestimmte Einsichten, wir entwickeln mehr Empathie für andere, die auch darunter leiden. Und im besten Fall kommen wir darüber hinweg. Man wünscht es irgendwie niemandem, aber es geht nicht, es zu vermeiden. Aber das Gute ist, fast jeder Liebeskummer geht irgendwann vorbei. Und diese Zuversicht und Hoffnung zu vermitteln, genau wie bei der Depression, ist auch sehr, sehr wichtig. Liebeskummer fühlt sich immer unendlich lang an. Aber dann, eines Tages, ist er glücklicherweise für die meisten von uns einfach wieder vorbei. In einer Umfrage eines deutschen Datingportals mit 1700 Befragten kam heraus, dass Männer ca. 11,9 Monate an Liebeskummer leiden und Frauen 12,8 Monate. Aber auch das sind alles nur Durchschnittswerte und wie lange, wie schwer Liebeskummer tatsächlich ist, ist einfach super individuell. Ich frage mich jetzt, wie hat Julia eigentlich ihren Liebeskummer überwunden? Wie lange hielt denn das Gefühl an, dass du die Beziehung zu deinem Ex gerne noch wieder aufgenommen hättest? Und gab es irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, nee, okay, no? Ich habe immer noch an die Beziehung geglaubt, weil meine Gefühle waren immer noch auf 100%. Ich habe mir das immer noch gewünscht, obwohl jeder dir irgendwie gesagt hat, mach's nicht. Er hat dich jetzt einfach so verlassen aus heiterem Himmel.
komischer Typ. Man hofft ja trotzdem immer noch, ne? Und die Liebe ist da und dann schaltet man irgendwie alle anderen Meinungen aus und versucht dann trotzdem noch irgendwie an ihn ranzukommen. Hattest du denn nach der Trennung nochmal Kontakt zu deinem Ex-Freund? Tatsächlich, als ich wieder in Deutschland war, haben wir uns ja nochmal getroffen, haben zusammen gegessen und dann rückte er so langsam mit der Sprache raus, dass er das gerne noch mit uns haben möchte, aber dass in der Zeit, wo ich nicht da war, dass da was passiert ist. Da habe ich natürlich nachgefragt, weil er so rumdruckste. Und dann hat er mir halt erzählt, dass wir ja getrennt waren, aber dass er in dieser Zwischenzeit mit einer meiner besten Freundinnen was hatte. Und das war natürlich für mich der Gnadenschuss, wo ich wusste, keine Chance. Also das Ding ist durch. Natürlich war die Liebe noch da, der Schmerz war auch noch da, aber das Ganze hat sich dann gedreht und ist irgendwie so in die Wut gerutscht. Ja? Und ich wurde total wütend auf ihn. Ich habe ihn abgrundtief gehasst. Also dann war es auch so, dass ich gar nicht mehr positiv über ihn reden konnte in dem Moment mit meinem engsten Umfeld. Also da sind noch ein paar Wörter gefallen, die nicht gut waren, aber es war dann der Zeitpunkt erreicht, wo ich wusste, dass da kann ich jetzt einen Haken dahinter machen. Das ist für mich nicht vertretbar. Ich habe dann auch ganz klar den Kontakt dann beendet und habe gesagt, geh weg, zieh. Ich will nichts mehr mit dir haben, keinen Kontakt mehr, gar nicht mehr. Ich möchte nicht mehr, dass du mich erreichen kannst. Das war's. Ja, ihr müsst akzeptieren, dass es vorbei ist. Wenn euch das schwerfällt, dann rät der Forscher Guy Winch dazu, sich selbst eine Erklärung zurechtzulegen. Zum Beispiel, die Person hat sich emotional von mir distanziert. Damit lässt sich ein Haken hinter die Situation machen und man gerät nicht so in die Gedankenschleifen. Julia, was würdest du sagen, was hat dir am meisten geholfen in deiner schweren Liebeskummerphase? Was wären vielleicht Tipps, die du mir geben würdest, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre? Ich hatte eine Psychologin, die mich in der Zeit begleitet hat und die hat immer gesagt, du musst auf dich hören, du musst das machen, was du für richtig hältst. Selbst wenn du 100 Freundinnen hast, die dir sagen, nee, melde dich nie wieder bei ihm und du hast in dir drin das Gefühl, dass du dich bei ihm melden möchtest, dann mach's, damit du dir am Ende nichts vorwerfen kannst. Und das habe ich befolgt und so ist es auch. Ich habe drum gekämpft, habe versucht, dass es danach auch nochmal klappt, aber das war nicht so, sollte nicht sein und jetzt bin ich zufrieden damit. Das heißt, du gehst tatsächlich, wie man so oft sagt, aber es klingt immer so lapidar, aber du gehst gestärkt aus dieser Situation hervor. Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich bin ein Stück weit froh, das auch mal erlebt zu haben, weil ich jetzt erst so richtig weiß, was Liebe bedeutet, wie sehr ich geliebt habe und wie schmerzhaft es auch auf einer Seite sein kann. Aber jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich das mal durchgemacht habe, weil ich echt sagen kann, den Menschen habe ich sehr, sehr geliebt. Und ja. Das ist voll die schöne Aussage, dass du sagst, über Liebeskummer weiß ich eben jetzt auch, dass ich fähig bin und war, sehr zu lieben. Ja, sehr ja. Schön. Definitiv. Ich finde, Julias Geschichte macht einem total Hoffnung. Denn egal, wie stark und lang der Liebeskummer auch sein mag, am Ende geht er vorbei. Und wir können auch selbst etwas dafür tun, anstatt unsere Gedanken ewig um den oder die Ex kreisen zu lassen, uns mit lieben Menschen umgeben und unser Herz und Hirn mit schönen Erfahrungen füllen. Wenn ihr auch gerade unter echt starkem Liebeskummer leidet, dann hoffe ich, dass dieser Film euch ein bisschen weitergeholfen hat. Ansonsten haben wir hier noch zwei coole Videos. Schaut doch da mal rein und abonniert unseren Kanal.